Wie war eigentlich euer erstes Mal? Spannung im Magen, Kribbeln in den Fingern, Schmerzen im Herz, volle Erwartung und Aufregung? Wir folgen Christian, wie er zum ersten Mal nach Siebenbürgen fährt, zu seinem Elternhaus in Deutschkreuz. Ja, alle waren hier, meine Eltern so ungefähr wie viele andere auch. So dieser übliche Satz, den ich so hasse. Na, was soll ich da? Somit, genau. Und, oder nicht so das Interesse und das war auch, und dann war es halt meine Zeit. Also ich kann das vielleicht ganz gut als Beobachter noch ergänzen, weil bei der Fahrt, wo er eben das erste Mal dann wieder seit dieser langen Zeit wieder hier zurück in seinen Heimatort kam, da bin ich erst schon mit dem Auto ein paar Tage früher mit anderen Freunden losgefahren Richtung Siebenbürgen. Und ich bin einige Tage später mit dem Flieger nach Hermannstadt geflogen und bin dort zu der Gruppe hinzugestoßen. Und wir haben uns dann gemeinsam mit Autos auf den Weg gemacht, eben nach Deutschkreuz. Und ich saß hinter ihm, er saß am Steuer und ich saß hinten ihm auf der Rückbank und habe eben verfolgen können, wie er, je näher wir Deutschkreuz kamen, immer ruhiger wurde, irgendwann gar nichts mehr gesagt hat. Und dann hat man gesehen, wie die Hände dann immer starrer und dann auch zittrig wurden letztlich dann auch am Lenkrad und Gänsehaut bekommen hat, als er dann nach Deutschkreuz reingefahren ist. Und das war so ein Moment, wo man halt dann wirklich sieht, was Wurzeln in einem auslösen und wie das Bewusstsein da Berg und Tal Gefühle da in einem wobern. Und dann hat er halt eben auch gesagt, dass er sich nie hätte träumen lassen, dass er hier mit seinem deutschen Freund einmal dann durch die staubige Gasse Deutschkreuz bis zu seinem Elternhof marschiert. Ja, das ist halt so eine bleibende Erinnerung, dieses miterlebt zu haben. Und seitdem kann ich auch viel besser einschätzen, was Heimat ist, also als Begriff. Das war sonst ein Wort, das für mich persönlich dadurch erst noch viel mehr Leben und Gehalt bekommen hat. Und wie hast du dich gefühlt, als du hier angekommen bist? Damals? Ja, es war... Ja, ich wurde immer... Also ich hätte gesagt, ich wurde immer hibbeliger, hatte ich jetzt das Gefühl. Und dann war es so, wir sind dann gefahren, ich wusste, jetzt kommt es dann bald. Und dann plötzlich war es aber da und ich hätte es ein bisschen später erwartet aus meinen Erinnerungen. Und dann hat es mich wirklich so umgehauen. Das war so die Keule so ungefähr, weil ich habe es jetzt zwei Ecken weiter erwartet. Und das auf jeden Fall, weil man biegt da ins Eck und sieht dann hier die Kirche, in der wir jetzt hier ganz zufällig stehen. Es haut halt um. Ja. In den letzten 100 Jahren sind die meisten Siebenbürger aus Siebenbürgen ausgewandert. Wegen Weltkrieg, dem kommunistischen Regime, dem Fall von Ceausescu und vielen anderen Gründen. Aber in den letzten 5 bis 10 Jahren sehen wir immer mehr und mehr Jugendliche, die herausfinden wollen, woher komme ich eigentlich? Wer bin ich? Was ist das alles? Ich selber bin auch nach Siebenbürgen gefahren, um herauszufinden, wo mein Großvater eigentlich herkommt. Auf dem Weg habe ich sehr viele nette Siebenbürger kennengelernt, die mir ihre Geschichten erzählt haben, die ich gerne mit euch teilen will. Die findet ihr auf meiner Webpage www.transylvaniansaxon.com. Schaut es euch mal an. Teilt auch mit mir eure Geschichten.